Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, ich am Rockern. Ich habe festgestellt, dass der Zauberrock, also dieser Rot-Purpur-Magier-Gedöns-Rock, tatsächlich bessere Resistenzen und auch tatsächlich sogar eine bessere Abwehr und alles hat, als wie das Drecksding, das die Wanderer-Gamaschen halt. Ich habe auch auf den Hardstyle-Ring gewechselt, glaube ich, immer noch eine schnelle Rolle, obwohl ich volle Ausrüstung habe mit Bogen und allem. Schießt mich tot. Bogen schießt mich tot, ja, das passt. Hab auch bis zu der Stelle gespielt, wo ich war. Bitte, 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 bitte. Reicht, okay. Ah. Ah, zum Glück brauche ich bei den Jungs bis zwei Schläge. Hier ist, glaube ich, ein tiefes Loch. Sollte ich nicht unbedingt reinjumpen? Ah, ich habe nichts gelevelt, gar nichts jetzt seit dem letzten Part. Habe ich nie nötig. Schnauze! So. Fällt dir nichts so ein, wa? Pimmelkopf. Habe ich lange nicht mehr gesagt, ne? Da ist noch ein Big Bad Ass Motherfucker. Heart of Pumping Irony, ihr wisst Bescheid. Das wäre Laszlo, weiß zumindest, wenn ich Heart of Pumping Irony sage. Oh, eine große Scherbe, das ist schön. Ja, ich hab das ein bisschen geändert. Also ich habe so den Spielstil erst wirklich seit einer gewissen Zeit drin, dass ich verhältnismäßig große Waffen nehme. Aber ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen... ach nee, bitte nicht. Das meint ihr nicht ernst. Das meint ihr jetzt nicht ernst. Den schnipper ich weg. So, das... die Hitbox zulässt. Jo, lässt sie. Auf den Kai verzichten, auf den Pfeil. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ihr seid doch wahnsinnig, seid ihr hier. Aha. Schnell durch. Da ging's weiter, aber... Mann, ey, das war scheiße an die Hände, wie der Nagelfarmer gerne sagt. Da hatte ich extreme Scheiße an den Händen, also Glück. Hier ist nichts weiter, okay. Nee, da gehen wir mal nicht lang. Nee, wir gehen wirklich hier lang. Es gibt hier unten, der Witz ist, es gibt hier unten noch so viel abzugrasen, aber ich habe keinen Nerv. Ich habe echt gerade keinen Nerv dafür. Aber da gibt es echt viel, viel Zeug. Hier kommen mal wieder relativ normale Ritter. Hier so Balder-Ritter sollten das sein. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Nee. Vergiss es. Aber die können hier wieder, weil sie stärker sind, tatsächlich zwei Schläge kassieren. Nö. Ist nicht. Ja und klar. Ich glaube, du hackst. So. Was haben wir da drin? Ich weiß es nicht mehr. Flammensteinplattenring, der hat wahrscheinlich eine sehr starke Feuerresistenz, schätze ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin keiner, der das Spiel blind kann. Absolut nicht. Versteckt Feuerverteidigung. Ist natürlich jetzt zum Beispiel bei diesen Typen hinter Quäler ganz cool. Kann man brauchen. Aber der eigentliche Weg geht hier gar nicht weiter. Hier oben irgendwo lang. Jetzt wird es ein bisschen arschig. Ihr seht da Brandflecken auf dem Boden. Da schlagen immer irgendwelche Bomben und so ein Zeug ein. Also, da schmeißen wir mit den blöden Steinen hin. Ich hab's gesehen. Aber was ganz wichtig ist, ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Genau deswegen. Genau deswegen muss ich hier runter. Ihr habt Leuchtfeuer, Leute!
Schön, 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 schön. Kann man irgendwas machen? Eine Waffe verstärken oder ein Schild, der vielleicht wichtig ist, oder eine Rüstung? Mal kicken. Was brauche ich eigentlich bei dem? Ah, Funkel-Titanit, verdammt. Nein, das ist tatsächlich für so eine blöde Zauberrüstung ist das Ding echt, echt gut. Ich nehme mal die so als Kombinationsgedöns. Und auch so blöd, wie es klingt, damit ein bisschen die Seelen weg sind. Aufstieg brauche ich mittlerweile 38.000, okay. Tja. Reparieren könnten wir ein bisschen. Doch alles ein bisschen gelitten. Verständlicherweise. Ja genau, alles cool, alles cool. Nicht runterfallen, ey, nicht runterfallen. Nee, ist alles gut. Er da, ne? Der muss weg. Ich sehe, der verträgt ganz gut. Aber ich glaube, der gibt doch 1000 Seelen oder so. Also doch ganz gut, dass ich mal wieder Pfeil und Bogen ordentlich was dabei habe. Ich guck mich halt einfach nur doof an, das finde ich super. Finde ich klasse. Es kann sogar sein, dass der respawnt, aber jetzt in dem Fall ist es recht nützlich, wenn er weg ist. Wenn er einfach nicht da ist. Jo. Weil dann ist hier zum Beispiel das Bombardement auch eingeschränkt, aber da oben ist auch noch irgendwo so ein Hampel. Ja. Da ist noch einer. Nein! Das wollte ich so als letztes jetzt eigentlich machen. Ach, da ist ein dicker, dicker Ritter. Okay, so leicht habe ich den noch nie down gekriegt. Das liegt vielleicht wirklich an Level 80. Ich weiß es nicht. Ja, muss ja, ne? Also, was soll es sonst sein? Das ist jetzt hier übrigens ein bisschen Erkundungstour. Jubi! Hier gibt es noch einen relativ hartnäckigen Gegner. Rickard heißt der. Also eigentlich ist er sehr hartnäckig. Und ich glaube, von dem kriegen wir einen Degen. Der kommt auch nicht wieder. 4000 hat er uns gegeben. Nice, nice, nice. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Kurz mal gucken. Kette ist es im Kreis. Kette ist im Kreis. Alles cool. Seltener Ring der Opferung. Ich weiß nicht, was da der Unterschied zum normalen Ring der Opferung ist. Das habe ich bis heute nicht gerafft. Göttlicher Segen heilt alle Statusveränderungen, also wie Vergiftung, schieß mich tot, Blutung, die harte Vergiftung und macht volle Lebensenergie. Also das ist tatsächlich ein Heilgegenstand, der ist eigentlich relativ wichtig. Oder wertvoll, sagen wir es mal so. Wichtig ist jetzt übertrieben. Unsere Estosse sind immer noch wichtiger. Nö. Wir bölzen uns hier weiter durch. Hier gibt es einiges zu entdecken, Leute. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man da rüberhupen kann. Ach, sollte man da vielleicht nicht runterfallen, ne? Sag mal, hast du Lackesoffen da oben oder was? Du Penia. Was habe ich jetzt hiervon gehabt? Gar nichts, glaube ich, ne? So mal gar nichts. Nee. Nee, wirklich nicht. Also, klasse. Hier geht's weiter, genau. Jetzt haben wir uns auch gleich mit dem Bogenschützen auseinander zu setzen. Hätte ich zumindest gedacht.
Nee, wir machen erstmal was anderes. Moment. Der Sprung ist relativ knapp. Aber dafür kriegt ihr hier eine kleine Belohnung. Ich gehe auch trotzdem erstmal runter. Ich glaube, hier kommt eine Ratte, wenn ich mich nicht täusche. Der da oben ist, wenn ich mich auch nicht täusche, Händler. Aber ich könnte mich täuschen. Mein Gott. Noch ein bisschen tiefer geht's nicht, oder was? Ich hab das tatsächlich mit was verwechselt. Alter, dein dummes Maul. Ich glaube, es hackt. Den Lauten machen, oder was? Spitz wohl. Käfig. Das wäre wahrscheinlich der Schlüssel, den wir für Big Head Logan gebraucht hätten. Für den Großhut-Zauberer. Aber wir haben ihn ja nicht mehr gebraucht, weil wir haben einen Generalschlüssel bei gehabt. Den Schlüssel, den man sich am Anfang aussuchen konnte. Und ihr merkt, ich habe wesentlich bessere Laune. Ich weiß nicht, ob es am Bier liegt oder keine Ahnung. Aber wir haben schon wieder im letzten Part so ein bisschen rumgebrabbelt. Hast du mich gerade angehört? Who are you? Another undead, eh? I took on Sen's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling, for I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Ja, machen wir doch, aber wir reden erstmal mit ihm. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. Ich bin noch nicht am Ende. Quatsch mal nochmal, der hat bestimmt noch was zu sagen. A nibble of advice. Don't even consider visiting an Orlando. Not in your state. For was ist hier in eurer Verfassung? The Night King Rendor, Black Iron Tarkus and even Logan himself. You won't stand a chance, you'll be eaten alive. But go along if you wish. If only to deepen your despair. Was hat der mit Verfassung, ey? Ich bin vielleicht ein bisschen angetüdelt, aber guter körperlicher und geistiger Verfassung. Was hast du zu verscheuern? Brauche ich nicht. Das ist natürlich cool. Ich glaube, wenn er nichts Besonderes hat, was er sonst so brauchen. Das Ding ist natürlich barbarisch, aber auch barbarisch schwer, ne? Aber wenn er sonst nichts hat, dann will ich wirklich das komplette große Scherben investieren. Ja, er hat die komplette Zügelritterrüstung. Das ist relativ cool, sag ich mal, aber die ist auch vom Gewicht her eigentlich ganz nett. Blitz. Bei dem wäre ich echt Geld lassen jetzt. Das ist. Bei dem wäre ich jetzt wirklich mal ein bisschen Money lassen. Wir haben noch ein paar tragbare Seelen dabei. Die haue ich jetzt alle raus. Und ich werde ihm auf jeden Fall die großen Steine abkaufen, die er hat. Die großen Scherben. Und vielleicht wirklich ein bisschen was von der Zwiebelritterrüstung. What the? Okay. Vielleicht mach ich doch ein Level Up. Nee, Level Up bringt nicht mehr so viel. So mittlerweile habe ich festgestellt, man hat da irgendwie so eine Stelle, da passiert nicht mehr so ganz so viel, wenn man irgendwas irgendwie sich ab 40 in Stärke investiert, da passiert nicht mehr so ganz so viel. What is it? Gucken wir doch mal. Gegenstand kaufen auf jeden Fall. Den Donner will ich haben. Wow. Ich weiß bloß nicht, ob die jetzt verhältnismäßig gut ist. Sieht halt ganz geil aus mit dem Adler. Da drauf. Und der hat die Balder-Rüstung in komplett. Da kribbelt's mir doch ein bisschen in die Fingers. Wobei, ich hab's ja eigentlich auch fast komplett. Grüne Scham hat er, große hat er. Ich.
Boah, sind das Preise, alter Falter. Was kosten die Balder? Bei mir fehlt, glaube ich, die hier noch. 8000 willst du dafür haben? Ach komm, ey Leute, ist doch egal, was kostet die Welt. Den Rest setze ich wirklich in große Scherben ein. 3 kriege ich noch. Jetzt habe ich keinen Schmerz mehr zu sterben, Leute. Absolut nicht. Alles cool. Jetzt gucken wir mal kurz bei den Rüstungen. Ich hoffe, ich habe die Balder nicht schon gehabt. Nein, hatte ich noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Aber ihr seht, die ist relativ schwer und eigentlich gar nicht so geil. Ich finde, die sieht aber einfach recht geil aus. Mit unseren Knochenarmen sieht es nicht so prall aus. Wenn wir menschlich sind, dann wirkt das ein bisschen imposanter. Und unsere Wanderer ist immer noch besser. Aber wir haben halt jetzt diesen Blitzschutzring. Den finde ich relativ interessant bei einem der nächsten Bosse. Das wird noch... Bäh, fuck. Was? Ich habe das überlebt? Ich fass es nicht. Okay, das ist in Ordnung. Gleich an der Stelle, wo es dann auch noch Zeug gibt, wie ich das geschafft. Okay, okay. Wie kommst du hier wieder her? Ich habe mich doch gar nicht an Feuer gesetzt, seitdem ich euch geschlachtet habe. Egal. Wollen wir nicht meckern? Tja. Puh. Ich habe mal kurz geguckt, wie wir an der Zeit sind, aber wir haben noch. Ja, noch 10 Minuten, Viertelstunde, sowas. Also halbe Part etwa um, ein bisschen mehr. Ist okay. Ja, geht in Ordnung. Nein, boah, das war etwas knifflig, der Sprung. Den wollte ich auch gar nicht, das war ein Versehen. Erstmal hier hin. Erstmal hier hin. Ist ein Ball und ich glaube auch noch eine Falle. Au. Ich trinke mein Glück. Zwei Schläge hätten gereicht, ey. Das ist Fakt. Ist da hinten noch irgendwas Interessantes? Nee. Also erst muss ein Nervkopf. Also der hier als Wache stand. Ja, der da im Staub liegt, da nieder. Ich könnte relativ fix eigentlich sogar jetzt... Ah, die Abkürzung. Die hole ich mir erstmal. Die hole ich mir erstmal. Ihr werdet jetzt gleich doof gucken, wo wir ankommen. Wir kommen jetzt nämlich hier unten an. Nein! What the fuck? Prost! Ich hab eigentlich abgeschlossen gehabt. Jetzt ohne Witz. Ich hatte abgeschlossen, Leute. Aber manchmal bin ich auch zu pessimistisch. Das hast du verdient. Das hast du sowas von verdient, Keule. So, jetzt habe ich ein Problem. Da unten, ihr seht, ist Wasser. Jede Menge Wasser. Im Wasser bewegt man sich ja arschlangsam. Ja, was jetzt hier? Spinnst du? Von wo kriegt er mich nicht? Hier hinten in der Ecke stehe, geht's, glaube ich. Ich sehe gerade nichts. Jo. Hier habe ich meine Ruhe. Jetzt muss ich meine Ausrüstung nämlich ändern. Und zwar brauche ich mal hier wieder den verrosteten Eisenring, weil da unten, ihr seht, Wasser. Ne? Wasser ohne Ende. So. Jetzt wäre ich mutig, wenn ich sowieso hier unten bin. Gehe ich in die Vollen. Hier unten sind wir schon mal runtergefallen. Ihr seht. Okay,
Okay, die gehen sogar. Aber macht keinen Spaß. Ich hoffe, ich kriege mal bei dem... Ja, ich habe den Titanitfangstab. Das ist cool. Dämonen-Titanit habe ich auch. Die Sensor habe ich bekommen. Das Dämonen-Titanit ist halt echt interessant für einfach mal unsere Hauptwaffe jetzt hier, unser Schwert aufzuleveln. Das ist richtig, richtig geil. Mist. Scheiße. Und nochmal. Weil es so schön war. Mann, ist unser Schild geil. Ich muss mal kurz in die andere Richtung ausweichen. Gott! Also, danke nochmal Level 80. Oh Gott! Aber ich weiß, hier gibt es auch noch eine Stelle, da sind glaube ich zwei von denen auf einmal. Aber das mit dem Dämonen damit ist gerade. Also jetzt habe ich. Muss ich nochmal sagen. Jetzt habe ich echt Scheiße an die Hände. Na komm. Jetzt muss ich bloß ein bisschen aufpassen. Der eine schießt schon mit Blitzen hier im Hintergrund. Nicht so geil. Er verträgt ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Aber auch den werden wir plätten. Okay, ein bisschen kassiert. Scheiße. Aber trotzdem ein bisschen... Also es war... Ich weiß nicht, ob die Jungs da unten nochmal wiederkommen. Aber... Trotzdem. Das war jetzt sehr, sehr lohnenswert da unten. Zudem ich ja... Glaube ich, eine größere Seele eingesammelt habe. Jo, habe ich. Ritterseele dürfte 3.000 oder 4.000 geben. Und ich habe ja einiges an... 5.000 sogar, okay. Ich habe ja einiges an Titanit eingesammelt. An Dämonen-Titanit. Ja, ich brauche Funkel-Titanit. Ach, kacke. Aber... Bei dem brauche ich auch Funkel? Was? Das ist der Titanit-Fangstab. Von dem Typen selber. Den Witz raff ich gerade nicht. Habe ich irgendeine Rüstung, wo ich das einsetzen kann? Das finde ich gerade ein bisschen doof. Ah, Funkel-Titanit, scheiße. Ach Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe gedacht, ich brauche bei der Waffe den Dämonen-Titanit. Verdammt mich. Ah, ich habe mir genau das richtige Rüstungsteil gekauft, die Balder-Rüstung. Die hatte ich ja noch nicht. Ah, verdammt mich. Mach ihn jetzt. Ich mach erstmal so ein paar plumpe Sachen. Ich repariere erstmal. Ich sah ja auch gar nicht so schlecht aus da unten. Also, das ist schon. Ist schon in Ordnung. Und eine Abkürzung habe ich auch freigeschaltet. Irgendwie, irgendwo. Irgendwann. Die göttlichen Segen tue ich einfach raus. So, was ich mal reinmache, ist tatsächlich Menschlichkeit. Da gebe ich mir mal zwei von. Ne, eine reicht, glaube ich. Reicht. Kann ich entfachen so? Nee. Dann muss ich erst umkehren. Und dann muss ich doch noch meine Menschlichkeit nehmen. Ach, die Spielmechanik immer, ne? Also ja. Ist nicht so wild. Ist keine Höhle. Was habe ich da? Ich habe da... was? Achso, hä? Willst du mich fuppen? Jetzt aber, oder? Ja.
Sind wir wieder auf Null, aber das macht nichts. So. Okay. Alle Gegner wieder da. Wir haben Spaß, Leute. Ist doch nicht schön. Er ist auch wieder da. Schmeißt hier lustig mit seine Steine. Der Witz ist, ich war eigentlich gar nicht weit weg vom Boss. Ich wollte eigentlich bloß den komischen Kasper da oben, der eben mit diesen Granatenbällen, die immer so diese schwarzen Flecken auf dem Boden hinterlassen, den wollte ich mal kurz besuchen. Weil die Steineschmeißerei ist ja schon assi, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber was der da so rauslässt, das ist ja mal gar nicht gut. Ich würde gerade sagen, habe ich keine Unterrüstung an, aber ich habe ja den Rockrand, klar. Passt schon. Kannst mir mal. Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen. Hier. Hier geht es wirklich regulär weiter. Da werdet ihr jetzt auch gleich jemanden sehen, der wahrscheinlich mit Pfeilen auf uns schießt. Ja, da ist so ein Ball da drin, das hat. Nicht schwer. Nicht schwer. Nicht schwer. Und wir haben Menschlichkeit. Das ist eigentlich relativ cool. Aber hier müsste eigentlich Skewitz. Hier müsste eigentlich jemand sein. Na, warte. Nicht mal anders. Aua! Bist du doof? Der haut mich wirklich zu Klump hier. Ich komme nie weg. Das ist das Schlimmste. Ah! Moment. Mach ich in dem Infight. Ist mir doch Rille. Wir sind ja die harte Generation hier, ne? Ach, mach's hier ein auf letzter Riese, ja? Mach's, ja? Aua! Ich meine, er ist ja irgendwo auch ein Gigant. Ein grauer Wochen, sei nie, nein. So, jetzt ist mit der Bomberei aber mal Schluss. Also, du musst auf jeden Fall bis zum nächsten Mal sterben. Gut. Alles cool. Genau. Einhändig. Und hier wäre der Boss. Aber eigentlich müsste hier noch tatsächlich irgendwo ein Sign sein. Beschwörungszeichen. Ah, vielleicht kommt das noch. Schwäche enges. Jo! Eisentakus. Jawohl, den nehmen wir mit rein. Und Leute, ich bin jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen gemein. Aber wir haben jetzt Eisentakus, der kommt jetzt und der wird im nächsten Part auch da sein. Und wir werden auch einen Boss treffen, Leute. Ich freue mich. Weil das ist ein Pillepalle-Boss. Eigentlich. Heißt bei mir nichts, aber. Eigentlich. Haut rein, Leute. Ciao.